Dann geben wir mal einen kleinen Rückblick auf die Woche, wie die jetzt so gelaufen ist. Also der Christian stellt sich eigentlich ganz gut an. Wir haben am Mittwoch trainiert, er hat mit Yannick einmal ein Training gemacht, wir haben Ganzkörpertraining abgeschlossen, das war auch wirklich gut, was ich so gehört habe. Christian schlägt sich weiterhin gut und macht die Grundübungen auch sauber und zieht auch immer bis zum Ende durch und schwitzt schon seit Minute 1. Danach sind wir hingegangen, haben Freitag ein weiteres Training gemacht mit Easy. Christian ist sogar am Samstag alleine gekommen, hat nochmal trainiert, ohne unsere Anweisung sogar. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass er auf jeden Fall Bock hat und motiviert ist. Heute ist Sonntag und wir werden gleich das letzte Training für diese Woche anschließen, wo er dann nochmal mit Easy trainieren wird. Soweit, so gut zum Training. Außerdem nochmal zur Ernährung. Wir haben diese Woche Mittwoch einmal mit Easy, mit Yannick und Christian einen Einkauf gemacht. Die sind zusammen in den Lidl gefahren und haben dort sich mal die Lebensmittel angeguckt und ein bisschen Ernährungsberatung gemacht. Und Christian hat sich auch dort sehr interessiert gezeigt und hat einiges mitnehmen können, was ich von Yannick erfahren konnte. Heute haben wir gefragt, ob er das ein bisschen umsetzen konnte und er sagt, er hat auf jeden Fall auf viele verarbeitete Lebensmittel verzichtet diese Woche, war auch nicht auswärts essen, hat natürlich gekocht und frische Lebensmittel verwendet. Ihm bereitet es auch Spaß, der hat auf jeden Fall Bock drauf und ich bin zuversichtlich, dass er auch am Ball bleiben dran, wenn wir das weiterhin überwachen können. Damit kommen wir auch zum nächsten Punkt, zum letzten Punkt und zwar, warum eigentlich Personal Training, warum Personal Coaching, dieses One-on-One-Ding. Ich bin ein riesen Fan davon, einen Kunden zu haben und ihn zu betreuen und mich auf ihn zu konzentrieren und nicht so ein Gruppentraining zu machen. Das ist einfach der Vorteil von Personal Training, weil wir können uns auf Christian und seine Vorlieben, was Essen angeht, konzentrieren. Wir können uns auf seine Fehler ein bisschen konzentrieren und können auch daran arbeiten und daran arbeiten, ihn einfach zu verbessern, was Ernährung und Training angeht. Und gerade auch im Training können wir uns wirklich auf ihn konzentrieren, wenn wir alleine mit ihm auf der Fläche sind. So, die nächste Woche ist schon wieder rum. Die Woche an sich vom Training her war vom Zeitmanagement für mich relativ schwierig. Ich war viel am Arbeiten, hatte mit der Familie ein bisschen was zu tun, jetzt so kurz vor Weihnachten. Und da war es halt schwer, da noch die Zeit zu finden, ins Training zu kommen. Aber ich habe es organisiert bekommen, wir kriegen das hin. Ansonsten von der Ernährungsumstellung ist es hier die Woche schon wesentlich einfacher gefallen als noch letzte Woche. Ich war ja zusammen mit dem Yannick hier die Woche noch einkaufen. Da hat er mir vieles gezeigt, was ich als Alternativprodukte zum Beispiel kaufen kann und nehmen kann. Und da habe ich jetzt auch ein paar Alternativen und das Essen ist nicht mehr so eintönig. Ansonsten, geschmacklich oder was ich zu dem, was ich vorher gegessen habe, fällt es mir mittlerweile auch leichter. Ich habe mich daran gewöhnt und dann haben wir jetzt heute das letzte Training vor Weihnachten, vor den Feiertagen. Ich bin gespannt, wie das jetzt hier über die nächsten Tage wird, weil ich halt auch relativ oft eingeladen bin zum Essen, wie es über Weihnachten dann immer so ist. Aber die Jungs haben mir da auch ein paar Tipps gegeben, wie ich das Ganze bewerkstelligen kann. Vom Trainingsablauf her an sich sind die Jungs auch super motivierend, versuchen immer das Letzte noch rauszuholen und selbst dann, wenn es oder wenn ich quasi denke, es geht nicht mehr, dass sie dann nochmal mich ein bisschen pushen und dass ich da dann doch noch weiterziehe, bin ich auch super dankbar für. Ich vermute mal, die ersten Ergebnisse, weil letzte Woche war ja schon ganz okay und jetzt gucke ich mal, was heute rauskommt und da bin ich echt aufgespannt, was die Waage ansagt. Was Christians Gewicht angeht, muss ich sagen, ist es schwierig zu prognostizieren, was er heute an der Entwicklung haben wird, weil wir sind jetzt in einer vorangeschrittenen Woche angekommen. Er hat viel schon verloren an Gewicht, er hat schon 4 Kilo abgenommen in der letzten Woche, das war die Messung an dem Tag. Es wird wahrscheinlich sein, dass er diese Woche das Ganze ein bisschen abgeflacht ist und er jetzt weniger Kilos verliert. Das ist einfach eine ganz gewöhnliche Entwicklung, dass man im Laufe der Zeit immer weniger verliert an Gewicht und dann muss eben wieder an ein paar Parametern geschraubt werden, das heißt, sprich Kalorien wieder weiterhin reduziert, beziehungsweise die Aktivität, die tägliche, erhöht, damit wir weiterhin auch abnehmen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass er hoffentlich wieder so 2 Kilo diese Woche verloren hat und das wäre schon sehr gut. Dann würde ich gerne noch einfach mal drauf eingehen, wie viel überhaupt möglich ist, an Gewicht zu verlieren. Und da ist es einfach ganz wichtig, was die Ausgangslage ist. Es ist ganz klar, dass jemand, der 150 Kilo wiegt, in den ersten Wochen viel mehr Gewicht auf einmal verlieren kann, als jemand, der mit 80 Kilo startet. Das heißt, Christian wird Woche zu Woche bis zu 4 Kilo verlieren in den ersten Wochen. Und das ist absolut normal so, wenn er sich eben an die Sachen hält, die wir ihm sagen. Jemand, der noch nicht ganz so oder der nicht so viel Gewicht mit sich rumträgt, der hat einfach weniger Ausgangspotenzial und verliert dementsprechend nur 1 Kilo pro Woche. Wir rechnen einfach damit, dass Leute, die gerade bei Shape mitmachen, pro Monat bis zu 4 Kilo an Gewicht verlieren, ganz dementsprechend, was sie eben für eine Ausgangslage haben.
Dann will ich noch mal kurz das Training an sich anschneiden, wie das Ganze gestaltet wird und wie wir das machen. Man kann so sagen, jeder von den drei Trainern, ob es jetzt Yannick, Simon oder Easy ist, sie haben ihre eigenen Schwerpunkte, die sie machen. Und ich gehe mit jedem Trainer vorher durch, was wir machen. Wir machen dann verschiedene Warm-ups, trainieren alle Bereiche im Körper. Und es geht jeder quasi einzeln auf mich ein und guckt, was am besten für mich ist und was wir am besten trainieren. Ob jetzt mal Kraft dabei ist, ob Ausdauer mit dabei ist, welche Trainingsgeräte wir nutzen. Und sie gucken auch, dass Abwechslung mit drin ist. Aber ich muss sagen, dass das der Hauptgedanke dahinter ist, wenn ich die Jungs jetzt nicht dabei hätte, wüsste ich gar nicht, wie ich die Übungen alle ausführen sollte. Auch was die Basics und sowas angeht, wie die Körperhaltung sein muss. Da gucken sie halt jedes Mal danach, dass auch alles richtig ist, damit ich keine Verletzungen kriege oder sonst irgendwas. Und finde ich auch extrem wichtig.